Cake News, alles klar, okay. Das habe ich übrigens noch nicht geguckt, ich hatte das eben nur schon mal geöffnet, nicht, dass ihr Jo. wundert. Das will ich auf jeden Fall auch noch sehen, klares Ding. Freunde der News, der nächste Teil unseres Podcasts. Alle Balken sind komplett rot, du kleiner Fanboy. Das ist auch so eine Sache, das sagen mir so viele Leute. Ich habe halt ultra viele, wie gesagt, ultra viele Leute bei mir im Kanal drin, ne? Und zum Beispiel das Video hier, das habe ich gar nicht geguckt. Das ist dann oftmals Tobi oder irgendwer anders, der bei mir eingeloggt ist, der sich die Sachen anschaut. Und das geht halt immer komplett durch. Also ich schaue die Videos meistens selber gar nicht. Ich habe aber oftmals. Alles gut, Bro, nicht schlimm. Ich gucke meine Videos auch, Digga. Ja, nee, man muss sich ja ein bisschen rechtfertigen, wenn man sich so Jo. einen Scheiß reinzieht, weißt du, Tim? Freunde der News, der nächste Teil unseres Podcastes ruht. Digga, KuchenTV auch wirklich. Also KuchenTV auch wirklich todeslost. Der sitzt jetzt gerade hier und schaut sich in seinem Stream an, wie ich seine Videos gucke für Selbstbeweihräucherung. Digga, er sitzt so in unserem Wichsen. Haarig und langhalsig von Tommys lehrreiche Lehrfilme und mir ist jetzt auf Spotify und Co. verfügbar. Checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung ab, würde mich mega freuen. Late Night Berlin hat einen sehr skandalreichen Gast eingeladen und Okay, zwar habe ich nicht Tarek Tesfu. mitbekommen. Der ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit dem Funkkanal Jäger und Sammler und seinem eigenen YouTube-Channel Tareks Genderkrise bekannt geworden. Auf diesem Kanal hat er übrigens mit Leuten wie Hengame darüber geredet, dass Übergewicht ja überhaupt gar nicht gesundheitsschädlich ist. Also sehr geil. Gleichzeitig ist er in seinen Videos der Meinung, dass wir als Weiße nicht über Rassismus und Homophobie reden dürfen. Über Rassismus true, weil wir selber als Weiße nie Rassismus erfahren haben. Homophobie absoluter BS. Punkt. Weil wir weiß sind. Also ein kleiner Rassist, kann man sagen. Also das heißt, wir dürfen nicht über Rassismus urteilen. Wir als Weiße dürfen tatsächlich nicht den Begriff Rassismus definieren, weil wir ihn selber nicht so wirklich erfahren haben. Wir dürfen natürlich darüber reden und wir dürfen uns darüber äußern, aber wir dürfen keine Definition dafür stellen, weil das ist uns nicht zu, das ist uns, das ist nicht eine Sache, die wir. Nein, muss ich ehrlich sagen, muss ich ehrlich sagen. Bullshit, zieh mal nach Asien. Ja, okay. Also, natürlich kennen Weiße Rassismus. Bin ich gerade lost? Kauf dem. Ich weiß es nicht, Chat. Also ich habe da halt einen anderen Blick drauf, weil ich halt mit anderen, weil ich halt mit Leuten drüber gesprochen habe, die selber Rassismus am eigenen Leib erfahren haben und ich deren Argumentation dahinter ein Stück weit nachvollziehen kann. Geh mal nach Südafrika. Aber Südafrika ist ein echt beschissenes Beispiel, weil in Südafrika jahrelang Apartheid geherrscht hat. Und ich glaube, dass das wirklich der schlechteste Nährboden ist. Und der Rassismus, der in Südafrika gegen Weiße vor euch ist, absolut nicht in Ordnung. Aufgrund der Historie allerdings ein Stück weit nicht nachvollziehbar, aber daher begründet. Das wisst ihr, was ich meine. Das ist vielleicht immer ein bisschen schwierig. Nee, das ist nicht lost. Das ist absolut nachvollziehbar. Du meinst Deutsche, nicht Weiße. Er hat auch noch viele weitere sehr kritische Aussagen gebracht. Hierfür empfehle ich euch einfach das Löschdich von Imp und Dorian zu Jäger und Sammler. Da Man muss einfach generell sagen, dass diese Thematik sehr, 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 sehr schwierig ist. Rassismus kennt keine Hautfarbe. Dem würde ich zustimmen. Ich glaube nur, es geht mir persönlich um die Begriffdefinition. Ah, es ist wirklich schwierig. Es ist schwierig, finde ich. Es ist wirklich. Ich kann nur sagen, es ist schwierig. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich dazu äußere. Ich glaube, ich laber gerade Müll. Ja, maybe. Gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Rassismus kennt keine Hautfarbe. Hä, ist doch genau das Gegenteil. Ha. Nee, ich habe nicht, also ich habe mich da eben, glaube ich, falsch ausgedrückt. Natürlich gibt es diese Diskriminierung gegen Weiße. Die Frage ist nur, nennt man das Rassismus oder nicht? Jetzt zum Beispiel das Beispiel Südafrika, wie gesagt, aufgrund der Apartheid und der Historie sehr, sehr schwierig. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt. Ich glaube, das ist nicht unbedingt der beste Argumentationsnährboden. Wisst ihr, was ich meine? Da geht es bei 16 Minuten 49 um ihn. Ihr könnt euch aber auch das Video von Unrat dazu angucken, das ist auch gut geworden. Oder das Video von Massengeschmack, was die über ihn gedreht haben. Das sind die besten Kommentare. Informier dich mal richtig. In der Theorie existiert Rassismus gegen Weiße, aber in Europa gibt es ihn zu 99% Rassismus nur gegen Schwarze, vor allem strukturell. Nicht nur gegen Schwarze, aber struktureller Rassismus äußert sich in Europa zumindest nicht gegen Menschen mit weißer Hautfarbe. Im größten Teil. Zumindest innerhalb von einem Land wie Deutschland erfahren natürlich nicht maximal pigmentierte Menschen und nicht offensichtlich dunkelhäutigere Menschen weniger Rassismus als Schwarze. Das ist so. Oder als, ne, klar. Aber natürlich gibt es auch Rassismus gegenüber
Slawen zum Beispiel. Wenn jemand jetzt Russe ist, dann kann ich den auch rassistisch diskriminieren, obwohl er eine weiße Hautfarbe hat. Dementsprechend BS, was ich eben gesagt habe, reverse. Also gebt einfach Tarek Tesfu Kritik ein, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Ich habe dann unter dem ersten Late Night Berlin Post mit Tarek Tesfu gefragt, warum sie denn eine rassistischen Hetze einladen und Menschen jüdischer Abstammung, das nennt man Antisemitismus. Ob sie überhaupt wissen, was der Typ so früher für Aussagen gebracht hat. Der Kommentar kam auch ziemlich gut an, wurde aber, wie jeder andere kritische Kommentar, ebenfalls entfernt. Dazu hat Late Night Berlin dann Folgendes gepostet. Die Art und Weise, wie sich hier einige über unseren Gast Tarek Tesfu äußern, ist uns vollkommen unverständlich. Hier werden einige seiner Aussagen bewusst falsch verstanden und künstlich skandalisiert. Da machen wir nicht mit. Wir distanzieren uns in aller Form von diesen dümmlichen und herabwürdigenden Äußerungen und werden, wie immer, alle rassistischen und beleidigenden Kommentare löschen. Alle anderen Kommentare lassen wir als Mahnmal der Doofheit stehen. Wir freuen uns auf unsere morgige Show und im Speziellen Mahnmal der Doofheit, Digga. Auf unsere Gäste. Ah, es ist also rassistisch zu sagen, dass Tarek Tesfu rassistisch ist. Das ist einfach dieses Meme hier, oder? Sie löschen halt einfach normalkritische Kommentare, die man bei so einem Gast nun mal erwarten kann, und lassen dann absichtlich die richtig dummen Kommentare stehen, damit es für Außenstehende so aussieht, als wären alle Kritiker dieser Person einfach nur dämliche Vollidioten. Also, wenn das kein Umgang mit Kritik ist, meine Freunde. Aber es geht natürlich noch weiter. Sie haben dann auf ihrem YouTube-Kanal natürlich auch die Videos mit Tarek hochgeladen und komischerweise sind das die einzigen Videos, wo sie die Bewertung deaktiviert haben. Und kommentieren kann man darunter komischerweise auch nicht. Warum das wohl so ist? Während meines vorgestrigen Streams konnte ich ganz kurz noch die Bewertung und die Kommentare lesen und die waren natürlich negativ. Was auch sonst. Ich habe dann unter dem zweiten Beitrag von Late Night Berlin nochmal kommentiert, warum sie bei so einem Gast jegliche Kritik entfernen und die Bewertung ausschalten. Denn es muss ihnen ja klar sein, wenn sie eine Person einladen, die sehr viele rassistische Äußerungen gebracht hat, dass man da nicht gerade mit Blumen beworfen wird. Ich habe dann auch nochmal darunter kommentiert, dass ich auch gerne bereit wäre, das Ganze in einer Diskussion ganz normal und sachlich zu klären. Und Late Night Berlin ist auch darauf eingegangen, und zwar haben sie meinen Kommentar gelöscht und mich von der Seite blockiert. Ich finde die halt einfach gar nicht mehr. So geht ihr also mit sachlichen Kritikern um, die euch sogar eine Diskussion anbieten. Also das spricht ja maximal für euch. Das ist meiner Meinung nach wirklich ein super schwaches und peinliches Verhalten. Aber ich bin natürlich nett. Ich gehe immer noch gerne eine Diskussionsrunde mit euch ein. Das muss nicht mehr öffentlich sein. Mir reicht es schon, mit euch zu telefonieren oder zu schreiben oder whatever. Das muss gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Klar, das ist auch wieder die Frage halt so, wer ist dafür zuständig? Kann das sein, dass irgendein Zivi den Instagram-Account... Das ist halt immer das Ding so bei Corporate-Accounts. Ich glaube, der Burger King-Account hat doch auch irgendwie gepostet, Women belong to the kitchen am Weltfrauentag, wo ich mir so auch denke, so, Digga, was? Das ist absolut unangebracht hier gerade, selbst wenn es nur als Joke gesehen ist. So Sexismus als Joke, generell hard topic für mich. Aber da ist immer die Frage, wer hat das halt gepostet? Manchmal gibt es halt Praktikanten, die haben Zugriff zu sowas und da weiß man natürlich nie, wer das gemacht, ne? Das ist halt immer das Ding so. Ja. Deswegen wäre es cool, wenn ihr den bei Instagram einfach mal unter die Kommentare postet, dass KuchenTV gerne bereit ist, darüber zu diskutieren. Denn ich kann es ja einfach nicht mehr. Ich wurde ja lieber blockiert. Letzte Woche habe ich ja schon darüber berichtet, dass etwas bei Gewitter im Kopf nicht stimmt. Tim und der... Am Ende sind die für ihren Kanal verantwortlich. Absolut, Digga. Da muss ich dir absolut recht geben. Das ist genau wie bei Gewitter im Kopf und so. Das hast du absolut recht. Ja, ja. Gewitter. Das entzieht keine Verantwortung, nur weil irgendein Lelek da irgendwas gemacht hat. Im Kopf-Channel haben nämlich auf Instagram alle ihre Fotos archiviert, bis auf eines, und haben dann ein neues Foto hochgeladen mit der Aufschrift Du fehlst mir. Jetzt wurde das Geheimnis auch endlich gelüftet. Viele... Bei Burger King steckt eine weitreichende Kampagne dahinter. I don't know, also ich habe das jetzt nicht so als so prägend empfunden. Die Leute haben ja sogar gedacht, dass Jan gestorben ist. Das ist allerdings nicht passiert, sondern der Opa von Tim ist gestorben zu laden. Das haben wir eben schon gehabt. Gemeint, dass er das gelöscht hat, weil da halt super viele Beleidigungen drunter standen. Und ja, das drumherum war mir persönlich aber tun. Ah ja, hier, zwei Videos melken, ne? Tim hier schön... Much. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Diese Woche gab es natürlich auch wieder einen heftigen Beef, meine Freunde. Keine Cake News-Folge ohne Beef. Oh, diesmal ja. Ist es C-Max gegen Montana Black. C-Max ist ja momentan heftig in der Kritik, denn seitdem er nach Barcelona gezogen ist, keine Ahnung, ob das stimmt. Der Louis Vuitton-Pulli zahlt sich nicht von allein. Was ist das hier denn für ein Schmutz? Was ist das? New Balance? Tim, was soll das denn, Alter? Also... Macht er ein komisches Video nach dem anderen. Und eigentlich jeder YouTuber, so auch Spiegel-Bestseller Montana Black, reagiert dann natürlich... Spiegel-Bestseller, ganz wichtig. Oder zweitgrößter Streamer in Deutschland. Nur Hugo Boss benutze ich eigentlich nur zu putzen.
Digga, sieht doch, muss ich ehrlich sagen, aus wie ein Putzlappen, fühle ich. Nicht drauf, was den Z-Max nicht so wirklich schmeckt. Der hat nämlich einige private Nachrichten mit Monte ausgetauscht und ich werde euch die natürlich mal vorlesen. Merkt ihr meine Worte? Ich werde irgendwann mal relevanter als du sein. Kommt noch, keine Sorge. Er kann ja nicht zwischen Umzugskartons etc. eine Haustour machen, die früher als erwartet gekommen sind. Bevor du relevanter als ich wirst, bläst mir Merkel einen Livestream. Komm mal von deinem hohen Ross runter. Du bist ein Niemand. Eine Lachnummer in YouTube.de. Jeder schaut deine Videos und hatet dich. Klar, damit schreibst du Bestsellerbücher und sitzt irgendwann mal bei Stern TV und hast 3 Millionen bei Insta. Au! Bro! Ich bin so dumm. Ich dachte damals, das hier hätte Monte ihm so auf ironisch geschrieben, so mäßig, ja. Von wegen, ja, irgendwann sitzt du auch mal bei Stern TV und hast 3 Millionen Insta. Ah, nee, hat Monte ihm geschrieben. Das hat Monte ihm geschrieben. Ach, Digga, ich bin so lost. Ich bin wirklich dumm as fuck, Alter. In welcher Welt lebst du, Digga? Vor 2 Jahren habe ich meine FIFA-CD verkauft, als wir zu Hause nicht zu essen hatten, weil mein richtiger Vater nicht da ist und mein Stiefvater im Gefängnis. Und heute kaufe ich meiner Mutter ein Haus. Oh, buhu! Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Ich denke zwar, dass Z-Max mit solchen Nachrichten nur trollen möchte, damit er im Gespräch bleibt, aber ich finde das persönlich einfach sau lustig. Nein, ich glaube, dass Z-Max no joke ernsthaften Dreier wollte mit Memo und Monte. Muss man doch ehrlich sagen, also to be honest, Leute, das ist doch einfach Big Dream. Jeder will einen Dreier mit Z-Max und Monte. Digga, wie kann man eigentlich noch beschissener sitzen als ich? Einige Leute haben mich übrigens auch darauf hingewiesen, dass er ein Video hochgeladen hat, wo er gesagt hat, dass er fast gestorben ist. Also gut, er hat irgendwann den Titel geändert und die Bewertung ausgemacht, weil es natürlich gehatet worden ist, weil es einfach nur Clickbait war. Aber einige Leute meinten, dass das eher nach einem Bad Trip klingt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er gerade auf irgendeinem Drogenfilm ist. Oh mein Gott, Digga, das habe ich halt auch gesagt. Ich dachte mir halt auch, dass der, also Digga, ganz ehrlich, wer sich schon mal zu viel einen reingesmoked hat, der kann da eventuell relaten und kann vielleicht diese Atmungsangst und diesen Film dahinter verstehen. Revi kann relaten, ich persönlich nicht. Ich nehme nur chemische Drogen, das ist klar. Aber nein, Jokes aside. Aber ich habe tatsächlich schon Kollegen gehabt, die sowas gehabt haben, tatsächlich. Weil man kann da wirklich bisschen, ne? Spice, genau. Nee, tatsächlich, momentan ist es bei mir Crystal. Finde ich super, deshalb bin ich auch hier in Schweden zum Entzug, aber hab's halt mitgenommen, klar. Ballern wir Gamescom nächstes Jahr, Digga, natürlich. Ich gehe auf Full MDMA gehe ich auf die Bühne, Digga. Oh, Junge. Digga, es wird jetzt wieder hier aus dem Kontext gerissen und dann bin ich wieder in irgendeinem TikTok-Clip und dann, ach, scheiß drauf, komm. Und einfach irgendwelche Filme schiebt, während er drauf ist und deswegen dauernd Beef mit einem Revi oder Monte oder sonst irgendwen anfängt, weil er sich währenddessen einfach wie der größte Boss fühlt. Finde ich auf jeden Fall lustig und selbst wenn das nur ein Troll ist, ist das einfach sau lustig, sich das zu geben. Also mach auf jeden Fall weiter. Wir brauchen Z-Max in YouTube Deutschland als Meme. Ich hoffe, dass du der zweite Drachen dort wirst. Du bist ja schon auf dem richtigen Weg. Das waren die News von dieser Woche. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Okay, thanks, bye. Clap, clap, clap. Lass das bitte, Tim. Das ist so unangenehm. Okay, was haben wir noch?